Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Xenoblade Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, nee, und herzlich willkommen zu einem weiteren Xenoblade Chronicles 3 Part. Ja, beim nächsten Mal haben wir ewig lang Filmsequenzen gesehen. Es hat die beste Beschreibung. Eventuell ein Preview auf den nächsten Oberboss, also diesen einen Lanzentypen. Den Kampf fühle ich jetzt schon, dass der ewig lang wird und dass der all meine Kräfte auffressen wird. Nichtsdestotrotz, unser heutiges Ziel, Kolonie Lambda, da die ganzen Nebenquests einmal absammeln. Und eventuell hier was an Informationen da ist. Wir sind damit übrigens in Kapitel 4 angekommen. Beim letzten Mal. Den Autolev. Okay. Da ist die nächste Informationsquelle. Ja, wir haben ja deren Kantine aus Versehen geschrottet. Keine Ahnung, welche Hornochse das war. Ja, abgesagt. Oh, my plumage is everywhere. Ich frage mich, ob sie in diesem Mal am Ende irgendwie gelöscht werden, dass sie nicht mehr nur noch 10 Jahre haben, sondern dass die wirklich eine ganze Lebensspanne haben. So die allgemeine Lebensspanne eines Menschen. Ja, der Isid, der wird das schon irgendwie regeln. Good to add more names. Over here. We just gotta commit to the motion. Hey, can I get a hand here? Lanz, hilf mal. Muss das Ding aufmachen. Das Ding hätte auch genauso gut offen sein können. Auch und ein nettes kleines Taschengeld noch dazu bekommen. Was können wir denn hier an Ausrüstung kaufen? Ich bereue es übrigens immer noch, dass ich diesen Maschinenschlechter nicht drauf hatte beim letzten Mal. Erhöht die Crit-Rate? Ja, kaufen wir mal. Ich habe eh genügend Geld. Ja, kann man zumindest für zwei Verteidiger haben. Für zwei Angriff, ja. Das auch für die Verteidiger. Das kaufe ich mir mal komplett. Und um Geld kümmere ich mich bis zur nächsten Folge. Hab ja einiges, was man verkaufen kann. Zur Not gehe ich einfach zu dem einen Verrottungswrack und farm wieder Geld hoch. Das kann man da ja wirklich ohne Ende machen. Da ist auch nochmal eine Informationsquelle. Ach, wieder wegen dem Shijima, ne? Da werden wir hinterherjagen. Zumindest nehme ich das an. Ja, hier ist der Commander. Ist der Container obendrauf? What's wrong, Commander? Oh, it's you guys. The Faranus was heavily damaged during the battle. Do you remember? Keine Ahnung wie. As a result, some of our remote administrated autolevs aren't responding to transmitted instructions. I'm not 100% on the techno babble, but that doesn't sound good. Indeed. I've sent some of our tech guys over, so we'll know soon enough.
Do you really need the machines? Are you thinking there might be another battle? It's nothing like that, I assure you. Colony Lambda is now focused on ether mining, and... Und was auch immer das war. What was that? We just received word of a tunnel collapse. What? I'll be there ASAP. Are the troops assembled? They're all in position. Okay. Go on ahead. Sorry about this, after you took the trouble to come all the way here. Commander, please let us lend a hand. Only if you're sure. But your help will be welcome. Roger that. Bin bereit. Ach, Commander Azad ist ein Held. Let's hurry into the tunnels. Na gut, da wissen wir, was heute den Vorzug bekommt. Also natürlich werden wir alle Heldenmissionen machen. Ich glaube echt, dass das oben drauf liegt. Da unten drunter kann ich nicht. Oder? Nee, da ist auch eine Höhle. Ja gut, führt auch nicht zum Container. Ja, irgendwie oben drauf kommen. Wir müssen aber natürlich auch noch die ganzen Gespräche am Lagerfeuer erstmal noch kurz abhaken. Ist da noch irgendwas? Scheinbar nicht. Gut, dann Lagerfeuer. Wir haben ein paar Gespräche vor uns. Nee, Koji. Sorry. Eigentlich könnten, selbst wenn die vorher verfeindet waren, die ganzen Kolonien ja jetzt zusammenarbeiten, um gegenseitig ihre Probleme zu lösen. Das wäre doch auf jeden Fall eine Maßnahme. So, drei Sachen müssen wir besprechen. Der vermisste Wegweiser, die unlöschbare Male und die Kantine. Gehen wir mal von links nach rechts. Ja, schon irgendwo. Okay, liegt auch auf dem Weg. Also auch der ist in dem Stollen. Could you all come round for a second? Wie werden die denn los? Bestimmt können wir da was gegen machen. Gute Frage. Danke für die Bonus-EP. Und jetzt die Kantine. Ja, wenn muss die Kantine repariert werden.
Okay, ne, nächste Nebenquest, ne? Ich mach mal das zur aktiven Mission, dass wir da mal zuerst helfen. Kann ich noch ein paar Stufen steigern? So rein zufällig. Oh. I definitely feel stronger. Du hast ja eine Waffe, läuft Izzard eigentlich noch mal rum? Also wir sprechen jetzt sowieso erstmal mit Sif. Das ist ein toller Name. Und überhaupt nicht gemein gegenüber der Person. Hoffentlich muss ich einfach nur irgendwelche random Materialien abgeben. Natürlich. Die Bürokratie ist meistens mehr nervig als alles andere. Ja, keine Sorge, wir helfen euch. Ist, glaube ich, egal, in welcher Reihenfolge ich mit denen rede, oder? Dann rede ich erstmal hier unten. Hallo, können wir helfen? Ja, ihr braucht die Kantine dringend. Ein Problem wäre dann ja gelöst, ne? Ja, aber da hat wahrscheinlich einer geschlafen. Wenn es um Bürokratie geht, dann schlafen die immer alle. Ist egal, um was für ein Thema es geht. Die schlafen immer. Das dauert Jahre, bis die fertig sind. Good to add more names. Erstmal beschweren. Gut. Du bist wahrscheinlich lieber, der es festhängt, ne? Ja, bei ihr hat's festgehangen. Ja, die Kantine ist halt ultra wichtig. Bei ihm war ich schon. So, muss ja nur hier einmal kurz bequatschen gehen. Das ist ja eigentlich eine der einfachsten Questen, die wir bisher haben. Das sage ich jetzt. Und gleich kommt hier, sammle 5000 davon und hiervon. Du hast grünes Licht, Junge.
Gut, dass er gerade bei uns ist, ne? Die Kantine ist halt wichtig. Was braucht ihr dafür? Das ist die Frage, die mich beschäftigt. Das war doch noch nicht alles. Der Siff, der platzt gleich, wenn er nicht mal endlich seine Kantine machen darf. Ja, das ist so ein Quatsch manchmal. Ja, aber eine Kantine ist doch wichtig. Da scheiß mal drauf, dass die die ganzen Genehmigungen haben wollen. Geh einfach zum Oberkommandeur und frag. Feier auf die anderen. Weil wenn die eine Abteilung sogar schläft, dann hat das doch null Sinn. Klar, ich komme dann gerne vorbei. Das war mal die einfachste Quest von allen. Einfach 5 Leute bequatschen. Das ist die Mission, die wir verfolgen wollen. So Leute, der mal auf zum Stollen. Wie kommen wir denn dahin? Einfach hier durch den Wasserfall watschen oder wie? Nee, ich muss außen rum. Ich muss hier einmal irgendwo hochkommen. Ich war immer in den Steuern reingepoltet, aber da kommt man nicht dahin, wo man gerade hin will. Ich bin schon gespannt, was der Izzard für eine Fähigkeit mit sich bringt. Noch ein bisschen Äther. Vielen Dank. Hab zwar jetzt mehr als genügend. Ich habe 36 Äther und die sagen immer, es ist eine echte Ätherknappheit da, aber ich sehe es nicht so. Wo komme ich denn hoch? Noch weiter hier rechts? Was donnert hier denn? In den Wasserfall will ich nicht runter. Macht zwar wahrscheinlich Spaß, aber wir wollen es nicht testen. Da sind Leute, die nach Hause geschickt werden wollen. Ich meine jetzt nicht die Kröten. Da müssen wir einmal ein Liedchen trällern. Keine Sorge, ich schicke sie nach Hause. Kann die doch nicht liegen lassen. Also wirklich, wenn ich die liegen lassen würde, das wäre doch gemein. So, weiter im Text. Da wollen wir hoch. Und darüber wollen wir da hinten zum Stollen. Der Weg könnte aber eventuell ein bisschen dauern, bis wir da sind. Aber die Gegend, die ist wunderschön. The upper level of the Great Falls, eh? Could we get there by clambering up Colony Lambda? Maybe you and Senna could.
Probe E-Class. Ich muss wahrscheinlich hier klettern, oder? Ich könnte hier auch runterspringen und den einen Typen da holen, aber das mache ich jetzt gerade mal nicht. Da ist eine Nebenquest zum Mitnehmen. Und ein Level 40er Boss. Damit warten wir noch ein bisschen. Da oben war da wahrscheinlich auch nur ein spezieller Gegner. Doch, ist nötig. Heldenmission. Der ewig lange Gang. The tunnel walls should have been stabilized. What happened? Hey, gute Frage. It's collapsed. Nicht nur eingestürzt, da sind Viecher. We got monsters. They must have been living in a place with elevated ether concentration, then found their way in here. We better get there quick. But there's no direct path there. We'll have to go around. Ich finde, deine Gestik ist manchmal echt unnötig. You got levnesses, don't you? Wanted to make short work of these things. But we need permission from each squad's leader to activate a levness. Oh, come the snuff on. This is an emergency. Schon wieder dieser Mist. You stay here on standby. There might be another clap, so we'll go on alone. But Commander! Execute a partial evacuation once the tunnel mouth is secured. Coordinate with the medic corps and treat any wounded. Now these are special orders for which I take full accountability. Inform the other troops. Yes, sir. Now, all of you. We'll be fine, Commander. You can count on us. Understood. I'm sorry for dragging you into this. No problemo. We'll reach the cave-in. Oh, Level 37 sind hier die ein oder anderen Gegner. Hier könnte ich gut XP sammeln. Jetzt kann ich die Teile da aktivieren, ne? Was auch immer mit denen ist. Ich stand gerade eben einmal hier unten und war vollkommen unnötig hier. Haben eine Brücke. Sogar eine von unten. Ist nur recht dünn. Und das ist nur, um an einen Container dran zu kommen. Na gut, das macht halt auch, dass man von unten nach oben kommt, ne? Von wo genau komme ich da hin? Müsste ich jetzt einmal die Karte studieren. Da ist auf jeden Fall ein besonderes Item, das wir sofort holen. Während ich mir die Gegend angucke. Ich eine dicke, fette Schlong. Blitzschlängel. Ein rundes Fragment. Ist nicht viereckig, nicht dreieckig, sondern rund. Nee, jetzt im Ernst. Wo komme ich nach oben? Ich glaube, ich muss von der Seite aus kommen. Das heißt, ich kann mich ruhig einmal hier hoch teleportieren und dann so rumlaufen. So, ich bin jetzt hier drüben und studiere gerade die Karte. Wie genau wir da runterkommen, ohne uns den Hals zu brechen. Ich finde übrigens interessant, diese Skorpione, die sind ultra aggressiv. Obwohl die vom Level weit unter mir sind, greifen die trotzdem an. Wisst ihr noch, wo wir hier durch die Gänge geflüchtet sind? Ach, waren das Zeiten. Ist gerade mal so ein, zwei Folgen her.
Ich habe hier schon runtergeguckt. Ich würde mir halt wirklich den Hals brechen, wenn ich hier runterjumpe. Außer ich schaffe es, mich irgendwie an der Wand entlang zu gleiten. Ah, hier ist auch noch ein Fahrstuhl. Come on, let's get to it. Now, we wait. Ich krieg das Gefühl, Izzard ist der, der diese Drahtseilfähigkeit hat, dass ich da drüber kann. Zumindest wenn ich die Karte gerade richtig studiere. Okay. Schieben! Can anyone hear me? We're here to help. Commander, we're safe. No casualties here. Looks like there aren't many working this deep inside. I'm glad everyone's unharmed. I didn't think there'd be a cave in here, considering the geology and with this level of structural support. I suppose the cave wall was weak enough for the monsters lurking there to break through. When the excavation uncovered an area of concentrated deposits, the monsters that lived there must have sensed a chance. The ether find is good news, but for now let's get everyone out. There might be more monsters. Zumindest eine positive Sache davon, ne? Noted. We're close to the site of the cave-in. Let's pick up the pace. Yes, sir. Na dann rein da, würde ich sagen. Oh, ultra viele von diesen Skorpionen. We've been spotted. They've been absorbing the ether. Stay on your guard. Where I'm from, it's full of land. Wait, handshake. I know you can do better yet. I'm the one you want. You're a lifesaver. What? Wait. Hey, I'm the one you want. Thanks for the support. What? Wait. Getting ready. Prepare your comeback. Wait. I'll make it through. So, ich dich hinstellen und allen im besten Fall diese Ultraklinge geben. Alter, es sind so viele, die recken meine Gruppe weg. Ich habe genau den, den ich treffen wollte, verfehlt. Ach, das sind einfach 6 von denen. Ne, wir werden sterben. Ich muss, glaube ich, bei jedem der Ouroboros sofort eine Fusion erzwingen, sonst klappt das nicht. Jo, ich stehe jetzt wieder hier. Ich versuche mal mit einer anderen Taktik. Vielleicht kann ich die ja einzeln rauslocken. Versammelt euch mal hier. Ich muss ein paar von denen einzeln kaputt machen. Deswegen habe ich jetzt auch mal Juni genommen, weil sie die höchste Reichweite hat. Und das ist definitiv die bessere Idee, als gegen die ganze Gruppe auf einmal zu kämpfen. Ist. Der Izzard, der hat gute Techniken. Was die Heilung angeht. Der macht ein Regenerationsfeld, das gefällt mir sehr. Doch, RIP. That looks somewhat cleaned up. I guess riding a Levnis meant they avoided any serious injuries. A little silver lining to a great big cloud. Glad to hear. Lieber die Maschine kaputt als der Typ, der sie gesteuert hat. No, all of you. Thanks for your. On the contrary, Commander. We were just following your orders. Right. We could only react so fast thanks to your quick thinking. That's about as much as I can do.
The people of Colony Lambda, and you as well, all knew what needed to be done. And due to that, the rescue was a success. I can't thank you enough. You've even managed to secure a nearby ether deposit. I'm a bit jealous. Yes. Actually, aber das Ether werde ich mir gönnen. Harvestable ether source recently. Now, with enough resources in the bank, perhaps the colony could have some peace of mind. I hear a fair few colonies are lacking ether. Everyone knows that we're nothing without it. Everyone in Lambda knows to be prepared to do anything in their power rather than lose it. By the way, how are your travels? Ach, die läuft ganz gut. Travels? Sometimes I'm envious of folk like you. Strong-willed and forging ahead. Oh, well, we're not that. Actually, I think being a commander is a pretty big deal in its own way, eh? Smoldering Kamaravi and... Ja, der lodernde Kamaravi, das wird heftig. So hieß der. But I'm not that kind of lone pioneering type. I think most people feel the same. I know my own weakness best of anyone. The day we lost Nimue and Yu Tion, I abandoned all thought. The Consul sensed my weakness, knew I'd pass my responsibility to another, and took merciless advantage of it. Oh. That's one thing I learned from losing. Ironically, if I hadn't experienced that loss, I never... Sorry, no one needs to hear all that. Ah, yes. I owe you all, don't I? Would you come to the commander's office later? Da gehe ich sogar sofort hin. Aber erstmal gönne ich mir hier das Äther. So, da konnten wir doch gut helfen. We didn't lend a hand just so you'd give us something in return. Too right. We don't expect any thanks. That may be so, but... Oh yeah. Did the thing with the autolevs get sorted out? I only just got a report saying they don't know why they won't work. After seeing that cave-in, I want to investigate thoroughly. An autolev is vital for that investigation. If we can't bring them back here, they can't be of any use to us. Here it comes. I'm not planning on getting you involved for every little thing. I already can't thank you enough for your help with the cave-in. Excuse me, Commander. I have a report about the autonomous Levnesses. Any new developments? Was Gutes? Yes, sir. It seems they're operational. I see. They wanted you to take a look and judge if they can be used or not, sir. Roger that. Well, I'm sorry for bringing you all out here. I have to go. I'd like to come along. What do you mean? Oh, good call. I need some closure on this. Yeah, same. Is that okay? As you wish. Then follow me. Wo muss ich jetzt schon wieder hin? Da unten hin, da gehen wir beim nächsten Mal hin. Gönn uns den Abschluss der Quest beim nächsten Mal. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat heute, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!